Ich habe Ihnen ein Buch mitgebracht, das meinem Mann sehr gefallen würde, denn als unsere Kinder noch klein waren und ich also emsig ein Buch nach dem anderen zum Weihnachtsfest angeschleppt habe, da hat mein Mann immer gesagt, wir brauchen noch was zum Spielen. Und wenn wir was zum Spielen hatten und es war irgendwas, was ja elektrisch funktionierte, dann hieß es immer, man muss die Batterien gleich mit reintun, damit man gleich losspielen kann. Und das ist bei uns so ein geflügeltes Wort geworden. Man muss gleich losspielen können, man muss es gleich benutzen können, das Weihnachtsgeschenk. Und dieses Buch hier, das finde ich also wirklich ganz, ganz toll, weil es auch so unheimlich wertig daherkommt. Es sieht schon toll aus. Also dieser Kompass, der hier vorne drin ist, da denkt man gleich, was hat es damit auf sich? Dann ist es natürlich so, und das ist auch gewollt, es sieht arg nach Tintin aus, nach Tim und Struppi. Ja, das ist natürlich so ein bisschen retromäßig, da sind wir ja gerade voll drin. Sie alle kennen vielleicht noch die Insel der tausend Gefahren, das ist ja schon so ein bisschen out, aber wir kennen das natürlich, wir Älteren kennen das alle. Also diese ersten interaktiven Bücher, die sogenannten damals. Und das hat alles hier, hat wirklich von allem etwas. Diesen Kompass, den es hier vorne drin hat, diese erste Seite, die ist ein bisschen dicker, die kann man eben hier rausnehmen. Und ich will Ihnen mal eben erklären, worum es hier eigentlich geht, beziehungsweise was, wie vielschichtig das eigentlich alles ist. Finde ich zumindest. Also, es ist natürlich ein Spielebuch, aber die Geschichte geht folgendermaßen. Wir haben hier vorne drin einen Brief und den schreibt ein Großvater, der seines Zeichens ein berühmter Tierfotograf ist. Der hat einen neuen Auftrag bekommen und zwar soll er Wölfe fotografieren in den Alpen. Und zu diesem Auftrag hat er sich gedacht, lädt er einfach seinen Enkel ein, dass der mit dazukommen soll. Das ist der Brief an ihn und er legt ihm dazu. Er ist ja in der Welt rumgekommen, er war schon in mehreren Gebirgen, die viel Schnee hatten und Eis hatten und so weiter. Er legt ihm einen Survival Guide dazu. Wie verhalte ich mich also richtig, wenn ich in einer solchen Situation bin, dass ich in einer Bergwelt vielleicht überleben muss? Und siehe da. So kommt es dann auch. Ich habe eine Seite überschlagen. Wir sind gerade, also wir jetzt der Spieler, also dieser Enkel, wir sind gerade losgeflogen mit der Pilotin hier. Da sagt die plötzlich, wir schmieren ab. Besser mal, du ziehst den Fallschirm an und du steigst aus. Das tun wir. Der Helikopter, das wissen wir nicht genau, aber wir landen hier not. Und wir haben jetzt, und da kommt eben das Spiel hinein, wir haben jetzt hier diese drei Möglichkeiten, uns zu entscheiden und gehen dann je nachdem, auf welcher Seite es weitergeht. Wir können also bergan, bergab oder aber wir suchen das Lager des Onkels. Und wir haben darin eben immer wieder diese Seiten aus dem Guide, den uns der Onkel ja zum Glück mitgegeben hat. Das ist das eine. Und zum anderen haben wir natürlich, wenn dieses Symbol hier auftaucht, dieses runde Symbol, dann haben wir die Möglichkeit, also das ist die Möglichkeit, wir müssen den Kompass auflegen, dann drehen wir und dann, tja, entscheidet das Glück. Schwierig, ein wenig schwierig wird es, wenn wir auf diesem Totenkopf, auf dem roten Untergrund stehen bleiben, dann haben wir die Nacht leider nicht überlebt. Und müssen nochmal von vorne anfangen. Ja, das kommt ja in jedem Spiel vor. Und ansonsten, genau, schlecht gelaufen. Da müssen wir nochmal anfangen. Und ansonsten geht es halt woanders hin. Das ist ganz klar. So, hier zum Beispiel finde ich ganz, ganz genial diese Seite. Da ist jetzt der Survival-Tipp dahingehend, wie, was man tut, wenn man in einen Schneesturm gerät. Dann, klar doch, baut man sich nämlich eine Schneehöhle, das sieht man dann hier oben. Man muss den Rucksack eben da reinsetzen, dass man einen Ausgang hat, Luftlöcher, Stechen und so weiter. Also sie sind wirklich gut ausgerüstet, wenn sie sich als Erwachsener vielleicht aus den Spielen nichts machen, aber das Buch durchgelesen haben. Also wirklich toll. Noch ein Aspekt des Ganzen, es gibt hier unten, da sehen Sie es hier auf dieser Seite, da gibt es immer wieder mal so Einschübe, echte Überlebende. Da berichten also Leute, die tatsächlich mal in solchen Eisstürmen gefangen waren, die vielleicht Leute gerettet haben, die berichten dort und kommen da zu Wort. Und das ist alles in allem eine wirklich unglaubliche, ja, ein unglaubliches Sammelsurium, finde ich. Ganz, ganz klasse. Ich habe mal zusammengetragen, mal rausgeschrieben, was Sie hier, warten Sie, man soll ja immer was zeigen, während man redet. Ich schlage das mal so auf als Pausenbild, ja, und sage Ihnen das mal. Also, Wolken lesen können wir danach. Wir können uns eine Schneehöhle bauen. Wir lernen, wie wir also mit der Höhlenkrankheit umgehen. Das ist ja auch wichtig. Lawinengefahr, Erfrierungen, ganz wichtig, ist auch nicht schön.
Entfernungen schätzen, so mit, da steht ein Baum, dann haben wir hier so die Hände, also das kann ich nicht so gut, aber soll auch funktionieren. Deren Angriffe wichtig? Blutende das Wunden. Das können Sie besser. Das kann ich besser. Blutende Wunden ist auch Hu. Pflanzen giftig oder essbar? Sollte man auch wissen, glaube ich. Und Sonne als Kompass, also jetzt nur mal so als Beispiele genannt. Also ich finde es ein dolles Ding und ich kann mir wieder mal vorstellen, dass das so etwas ist, was man den Kindern schenkt. Ich kann mir super vorstellen, dass die sofort loslegen. Sie wissen aber schon, also sie sehen schon daran, ja, was es damit auf sich hat. Die sollten wirklich sehr, sehr gut lesen können. Das ist gar keine Frage. Und die sollten natürlich auch damit umgehen können, dass sie das ein oder andere Mal erfrieren. Das muss auch sein. Aber ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass Erwachsene das tun. Dass Erwachsene auch spielen. Frieren. Bitte? Erfrieren. Nein, nein, Entschuldigung. Spielen natürlich. Das Buch zur Hand nehmen. Oder aber eben auch wirklich einfach nur diese Tipps durchlesen. Die Tipps, die haben es wirklich in sich. Die haben mich völlig fasziniert, weil man da einfach auch, ja, wenn man mal wandern geht, es gibt viele Dinge, die man nicht wusste, die eigentlich sehr, sehr interessant sind. Und ich finde das hier ein wirklich ganz gelungenes Ding. So.